Danke, Mirukarane. Hey und willkommen bei JMAG. Heute dreht sich alles um den Gamescom-Rückblick. Und ihr habt schon gesehen, ich habe eine Person neben mir sitzen. Und die werdet ihr auch heute nicht zum letzten Mal sehen, denn das ist der Tom. Sag mal hallo zu den Leuten. Hallo. Yay. Und Tom wird als eingefleischter Gamer uns jetzt auch unterstützen im Moderationsteam. Und auch heute vor allem eben mit der Gamescom anfangen als perfekter Einstieg im Jahr. Natürlich für jeden Gamer ein Muss. Und wir waren für euch vor Ort und haben uns mal die ganzen Stände angeschaut. Aber bevor es zu der Gamescom geht, erstmal zu Tom als Person. Denn Tom ist ja wie gesagt Gamer. Und womit hast du angefangen? Was sind so deine Lieblingskonsolen? Was deine Lieblingsspiele? Also angefangen habe ich mit dem Nintendo Entertainment Nintendo. System. Das war der erste für TV-Gerät und bin dann auch weiter mit aufgestiegen mit den Folgegeräten. Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, PlayStation kam dann auch noch irgendwann dazu und naja, die Xbox ja dann auch. Ich habe sie eigentlich alle gespielt und auch immer noch sehr viel. Ja, und deine Lieblingsspiele? Meine Lieblingsspiele sind Zelda, Final Fantasy, Resident Evil, Mario in allen Varianten. Okay, von Galaxy zu Smash Bros. Und so weiter. Ja, genau. Okay, das ist eine gute Bandbreite an Spielen. Aber wir das ist eigentlich noch sehr wenig, es gibt ja so viel, aber... Du hast ja auch schon PC angetestet, ne? Ja, aber damit komme ich nicht so zurecht. Ich bin da irgendwie ein bisschen langatmig. Ich habe lieber einen Controller in der Hand, sitze einfach auf der Couch chillig und drücke drauf los. Okay, ja, also sollte man es als Gamer machen. So muss das sein, ja. So muss das sein, ja. So viel erstmal zu Tom als Person, aber wie schon gesagt, wird er nicht heute zum ersten Mal und auch letzten Mal da sein, denn es gibt auch noch Let's Plays mit ihm, aber dazu später mehr. Erstmal zur Gamescom. Die war jetzt ja in Köln gewesen und wir waren für euch vor Ort, haben dort mal die Stände unter die Lupe genommen und auch vor allem die eben japanisch angehauchten Spiele, die jetzt eben uns auch demnächst erwarten, die neuen Konsolen vor allem, weil ja das auch das Hauptaugenmerk der diesjährigen Gamescom war. Und erzähl du mal etwas von Nintendo. Was hat uns bei Nintendo denn eigentlich so erwartet? Also bei Nintendo haben uns erwartet Zelda Remake, HD Remake vom Wind Waker und das Zelda für den Nintendo 3DS natürlich, das der Nachfolger für das Super Nintendo Zelda A Link to the Past sein wird. Was ich natürlich super finde, denn ich habe dieses Spiel einfach geliebt für den Super Nintendo. Ich habe es bestimmt 20 Mal durchgespielt und ich habe es auch jetzt vor kurzem nochmal durchgespielt. Und es ist einfach ein geiles Spiel und ich finde es sehr gut, dass es einen Nachfolger geben wird. Die Landschaft oder die Karte hat sich wohl nicht geändert. Ich konnte jetzt wirklich nicht lange spielen und... Das war allgemein ein bisschen schwierig auf der Messe. Ja, die Wartezeiten. Nicht weinen. Ja, okay, weinen. Zwei Stunden Wartezeiten und ja, ich habe keinen Klappstuhl dabei gehabt und war dementsprechend auch nicht so motiviert, mich da jetzt bei jedem Game anzustellen. Man hätte wirklich einen Klappstuhl, einen Mini-Kühlschrank und eine knappe Tüte gebraucht. Ja, und den Nintendo DS nicht zu vergessen, damit man auch zwischendurch noch zocken kann. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Hat bei uns leider nicht so hingehauen, das war wirklich tragisch. Ja, das hat wirklich gar nicht. Samstag war auch, glaube ich, echt ein falscher Tag dafür. Ja, ich denke auch, wir hätten da einen Tag, nächstes Mal. Genau, dann machen wir was anderes. Ja, aber ich meine, gerade Nintendo hast du ja erzählt gehabt, auch vor allem eben mit der Wii U echt viel vertreten, mit Zelda und natürlich auch hier Donkey Kong. Pikmin war ja auch dabei, ne? Und ich liebe Pikmin. Und Pikmin kennt ihr ja vielleicht ja auch schon, das sind so kleine Zwiebelchen, die ihr aus dem Boden ziehen müsst mit einem Außerirdischen, der dort landet. Kommt schon da kommt eine Zwiebel aus meinem Hals raus. Ja, und ich liebe das Spiel, ich habe das erste und das zweite davon gespielt und freue mich schon auf den dritten Teil, denn da gibt es auch dann zwei neue Pikmin-Arten, einmal so rosane und einmal so kleine Stein-Pikmin. Und ich bin sehr, sehr gespannt und ich werde es auch noch ein bisschen näher bringen, denn du hast ja noch nicht gespielt, ne? Nein. Und ich werde dich mal in die hohe Kunst des Zwiebelrupfens einweihen. Fang an. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Also Pikmin wird uns auch noch bestimmt irgendwann erwarten. Und, ja, dieses Jahr, ne? Ja, ich werde es mir holen, wenn ich mir auch noch eine Wii U hole. Ach komm, das habe ich doch alles schon. Genau. Kannst dann du dann kommst du vorbei, ich dann machen dann wir das. Dir. Genau. So wird das gemacht, sagen, hol ich die PlayStation 4 und du kommst zu mir. Genau, das ist doch gut. Guter Deal, ja. Und wir haben auch in Mario Kart mal kurz reingeschaut, ne? Genau. Mario Kart 8 und das war ja auch schon sehr kunterbunt und freaky. Ziemlich freaky, weil man wirklich, in allen
Lagen fährt, von oben nach unten gedreht oder nicht. Das ist zu viel gewesen, aber ich freue mich total auf das Spiel. Ja, und ja. Ja, ich bin Mario. Hallo, das ist ja eine Pflicht. Ich habe den allerersten Teil schon gespielt und ich habe sie auch bisher alle gespielt. Und da muss man dann als Suchti. Das ist ein Pflichtprogramm. Suchti, ja, nein, einfach nur ein Fan. Ja, ach komm, Mario Suchti. So jeden Tag so 10 Stunden. Ja, okay, das bist du nicht. Es gibt ein normales Leben. Ja, das habe ich zum Glück auch noch. Ja, und das war zu Nintendo, denn wir waren ja auch noch dann natürlich bei Square Enix gewesen und die haben einige HD-Remakes vorgestellt und vor allem natürlich Kingdom Hearts und auch Final Fantasy X. Und ich habe mal in Kingdom Hearts reingezockt. Kingdom Hearts 1 und 2 waren natürlich auch schon damals für die PlayStation 2 ein Muss für mich als Disney- und eben Square Enix-Fan und bin jetzt sehr positiv überrascht gewesen, eben auch von dem HD-Remake. Natürlich auch die gleiche Story, alles genauso vorhanden, aber eben eine etwas gestochenere Optik und ich freue mich darauf, mehr Details. Und Final Fantasy X war ja genauso, ne? Genau, ich habe ja Final Fantasy X gespielt und ich fand es auch sehr interessant. Das HD-Remake hat mir wirklich zugesagt, gerade das Intro, also ne, ja, wenn er dann von Sin verschlungen wird und so, das sah sehr geil aus. Das auch das Blitzbeispiel, cool. Oh, das sah richtig übel. Das war schon damals nice genial. Auch. Ich habe da gesessen, genau. Boah, erstes PlayStation 2 Game und ich so, Heilige. Mutter Maria. Ja, nein, du musst nicht zu Christen halten. Oh. Ja. Ja, nee, das war wirklich auch eine sehr geile Sache. Und X2 habe ich leider vermisst irgendwie. Also, was heißt leider vermisst? Ich habe es vermisst. Das konnte ich da jetzt irgendwie nicht entdecken. Ja. Obwohl das jetzt auch nicht unbedingt das Spiel ist, was man anspielen muss. Das ist wirklich eher für eine andere Zielgruppe als für die normalen PlayStation. Ich glaube wirklich, dass es für die Mädels der also Konsolenwelt war, weil Kostümwechsel. Kostümwechsel und ziemlich viel Kitsch halt. Also, ja, das habe ich aber auch gespielt damals. Und ja, war trotzdem auch ein ganz nettes Final Fantasy. Ja, genauso jetzt auch noch. Genauso habe ich dann Lightning Returns halt auch angespielt und da bin ich halt ein bisschen enttäuscht bisher. Also von dem, was ich halt sehen konnte, ist, dass das Kampfsystem sich einfach wieder verändert hat und mir das einfach nicht mehr zusagt. Die Wurzeln, es verlässt einfach zu sehr die Wurzeln und ja, es wird ein bisschen rumgeflippt und man sollte warten, wie das ganze Spiel im Komplettpaket ist, aber ich werde es auch spielen. Das gehört einfach dazu, auch als Final Fantasy Fan. Und ich möchte das jetzt nicht kritisieren. Wir warten mal ab, bis die Vollversion erscheint. Ja, und dann Final Fantasy 14 dann auch noch. Und das wird auch hoffentlich ein Riesending. Da passiert einiges auf dem Markt. Ja. Und da haben wir auch schon auch eine tolle Cosplayerin gerade eben hier gesehen. Eine, die auch von Final Fantasy 14 war. Also echt super Cosplay und super Promotion in der Hinsicht. Aber wir sind gespannt. Aber ich stimme dir zu. Ich war auch nicht so ganz von der Optik angetan, vom Kampfsystem. Aber was wir auf jeden Fall vermisst haben vor Ort, war ja Namco Bandai gewesen. Genau. Die waren leider gar nicht auf der Gamescom vertreten, aber wir haben schon auf der Animagic Tales of Cilia und auch Pirate Warriors 2 von One Piece angezockt. Und das wird auch nochmal im ausführlichen Let's Play eben erfolgen. Und da ist auch gerade der Tom eben als Fachmann immer beiseite. Yay! wie so ein Dieselfahrer. Truck. Ja. Und Gamescom-technisch, überleg gerade sonst noch, also die neuen Konsolen vor allem, war auch sehr schade gewesen, dass halt eben gerade die Konsolen außer der Xbox ja schwer zugänglich waren. Xbox war ja sehr wenig Antrang, dass man schnell mal an so Arcade-Games ran konnte. Wahrscheinlich, weil es eben ein Arcade-Game war, hat das niemanden dann, interessiert. Ja, ich habe es ja kurz spielen können und ich hätte mir ein anderes Spiel dazu gewünscht. Ich meine, das war Pegel 2, das kennt man schon von so einem Android-Phone einfach. Ja. Und ja, es war jetzt kein, wo man nichts Grafisches, irgendwie keine Entwicklung feststellen konnte. An den Controller hat sich tatsächlich gar nichts geändert, die Steuerung. Oder es liegt genauso in der Hand wie bei der Xbox 360. Und die PlayStation 4 haben wir ja auch kurz anspielen können. Und die war dann wieder was in deinem Kasten. Ja, die war leider sehr versteckt. Wir konnten also keine guten Fotos ergattern. Aber wir haben mindestens 10 Minuten spielen können und auch das Spiel war so nicht das Highlight, Skylanders, genau. Ja. Und da kann man halt einfach auch gar keine wirkliche Entwicklung feststellen, ne? Weil es einfach viel zu und Autorennen bunt sind nicht ist. So unseres, ne? Nee, aber aber ich meine, es hat ja auch keinen Manga-Anime-Bezug. Nee, muss es ja auch nicht. Ne? Ja, also allgemein auch nicht, aber zumindest für unsere Vorstellung. Für uns hier schon, genau. Von der Wii One, mein Gott, das habe ich echt kombiniert. Wii U. Also es sah auf jeden Fall von der Optik her natürlich sehr cool aus, eben auch, ob man das in der Hand hält. Das Touchpad ist echt eine
Ja, ich meine, das ist ja jetzt schon etwas länger auf dem Markt, die Konsole. Man konnte ja schon damit jetzt ein paar Spiele spielen. Ich finde trotzdem, dass es echt eine gute Sache ist. Es macht Spaß. Und gerade die Kombination zwischen Wii normal und eben der Wii U, ne? Man kann halt auch noch die Sachen von der Wii mit der Wii U halt irgendwie auch verbinden. Und auch der 3DS, der Nintendo 3DS, ist ja darauf ausgelegt, dass man viele Spiele, die für beide Konsolen, eben für die Wii U und für den Nintendo 3DS rauskommen, dass man einfach Daten überträgt und dadurch halt auch Spielstände erweitert und dass es halt alles nicht mehr so einfach sein wird und man tatsächlich irgendwo darauf aus danach geht, dass man beides besitzen sollte, um mehr Fun zu haben. Okay. Ja. Ja, das stimmt. Ich bin auch sehr gespannt. Wie gesagt, du holst ja die Wii U. Ja, den 3DS habe ich ja natürlich schon. Natürlich, als Nintendo-Fan. Ja, klar. Ja, aber es sind natürlich auch einige andere anime-bezogene Games, die rauskamen und auch noch rauskommen werden. Gerade Killer is Dead haben wir auch gesehen als Stand. Ja, als Stand. Und als Stand angespielt haben wir es jetzt nicht groß. Wir dürfen gespannt sein, was dabei herumkommt und worum es, wie das Spiel aufgebaut ist. Ich bin auch sehr gespannt darauf. Es sah sehr interessant aus, das tolle Bild. Das tolle Bild, ja. Ja, aber ich meine, wir werden euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Wir werden jetzt öfters auch mal Gameplays veranstalten, gerade weil wir jetzt auch den Fachmann-Profi an der Seite haben. Und Tom ist da, glaube ich, echt der Perfekte für... Ich bin ziemlich eingefleischt und ich denke, ich kann euch einige Sachen ziemlich nahe bringen. Und gerade nicht abgeneigt gegenüber Manga-Anime-Richtung. Nee, auch das nicht. Das wäre auch hier falsch am Platz. Ja, wir freuen uns echt, halt eben da noch ein paar Gameplays mit dir zu sehen. Und ich freue mich auch. Wir werden auch einige Abende zocken. Auf jeden Fall, also Pflicht ruft. Pflicht, genau, die Pflicht des Spiels. Ja, genau, das war eigentlich an sich auch schon so die Gamescom im Rückblick gewesen. Und wie erwähnt, Tom und ich auch öfters mal vor der Kamera in Zukunft. Und auf jeden Fall in den nächsten zwei Wochen erwartet euch dann auch natürlich hier Tales of Xillia als Gameplay und eben auch Resident Evil Revelations. Und One Piece Pirate Warriors 2 natürlich. Ja, da wird erstmal mit Ruffys Gummiarm die Meute der Marine. Gangan-Faust. Bazooka. Genau. Ja, also da wird erstmal die Marine und auch andere Piratengruppen auseinandergenommen. Freut euch drauf, ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ich mich auch. Ja, und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, dann tschö. Tschüss.